Hallo Kollege, willkommen im Köblitzer Bergland. Sobald die Signalisierung es erlaubt, können Sie Ihre Fahrt im Interregio fortsetzen. Sie halten in Altenburg, Köblitz und in Bad Rinkenburg, wo ein anderer Lokführer den Zug übernimmt. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt. Und somit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2017, Folge 167. Und wir befinden uns heute auf der wunderschönen Strecke im Köblitzer Bergland Version 3 Reloaded. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also ich bin nach wie vor sprachlos. Und ja, wir fahren heute die Baureihe 101 und es ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Da möchte ich mich nochmal bei dem Roman bedanken. Viele liebe Grüße an dich und vielen herzlichen Dank, dass ich diese Strecke schon euch zeigen darf, vor dem Release sogar. Und falls jetzt jemand fragen sollte, ja, wann kommt denn das Update raus? Es kommt demnächst jetzt raus. Ja, also bitte keine weiteren Fragen. Lasst es euch überraschen. Es dauert nicht mehr lang. So, wir fahren jetzt nach Altenburg. Ich lasse immer am liebsten F3 an, weil, naja. Eigentlich wollte ich ohne F3-Modus fahren. Aber vielleicht wollt ihr es ja nicht, ne? Und ja. Ich habe auch noch einen Buchfahrplan ausgedruckt, ne? Also den habe ich jetzt nicht hier dabei, den habe ich im Heft da. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Altenburg Hauptbahnhof. Sie haben Übergang zu den Zügen des Nah- und Fernverkehrs. Beachten Sie bitte die Durchsagen am Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Die Ansagensprecherin kommt mir bekannt vor. Habe ich mal bei SimLife Radio gehört. Liebe Grüße an dich. Und super Ansage. Also richtig toll. So, dann kommen wir auch gleich nach Altenburg. Sehr schön. Natürlich bremsen wir dann mit der elektrischen Bremse. Ankündigung auf 100. Ob ich das gerade richtig gesehen habe. So. Hier muss ich ein bisschen früher bremsen, da es ja die Standard 101er ist, ne? Und in den nächsten 7 Tagen werde ich euch alle Aufgaben für diese wunderschöne Strecke zeigen. Und ja, genießt es einfach. Und es wird noch ein paar, vielleicht 1 oder 2 extra Videos kommen über diese wunderschöne Strecke. Da könnt ihr euch auch schon mal freuen. Und ja. Gut, das mit dem Bremsen muss ich anscheinend noch lernen. Ich bin lange kein 101er mehr gefahren. Wobei doch einmal. Meine Damen und Herren, am Gleis 2, willkommen in Altenburg. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten. Regionalexpress 24023 nach Wildern über Köblitz. Abfahrt 9.21 Uhr von Gleis 1. Heute ca. 5 Minuten später. IC 2159 nach Hamburg. Abfahrt 9.10 Uhr von Gleis 5. Die Wagen der ersten Klasse befinden sich im Abschnitt E und F. Ich finde die ZZA-Anzeige geil. Hallo, der Waldfee. Sieht das mega aus. Vor allem die Ansage. 1A, ey. Mega Ansagen. Und. Ich habe
es noch hier für Züge? Von Bad Rinkenburg. Mega. Ja, das ist Altenburg. Sieht wunderschön aus, ne? Das hier nie. Hammer. Da haben wir eine 143er. St. Rudolf. Seit 1832. Naturreines Bier aus der Marienquelle. Sehr schön. Auch die wunderschönen Repaints, die mit dabei sind. Hammer. Einfach nur Hammer. Ne? Am Gleis 2, bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. So, wir haben Abfahrt. Sehr schön. Ich find's Hammer. Ich find's Hammer. So, weiter geht's. Auf nach Köblitz. Wir dürfen 100 fahren. Haben KS1. Wunderschön. Oh, da steht jemand. Grüßen wir mal. Sehr schön. Oh, wunderschön. Und drüber gleich ein Kollege. Sehr schön. So, wir müssen runter. Mit Kuben muss man ja bestätigen. Ne? Ist halt die PCB hier. Anders geht's leider nicht. Und ich werde jetzt auch in den ganzen Aufgaben das Rollmaterial nicht austauschen. Da ich die Aufgabe nicht kaputt machen möchte mit den planmäßigen Ansagen und so. So, 60, wunderschön. Genießt es einfach. Ja, die Strecke, also das Update, wenn es draußen ist, erhaltet ihr dann über Aerosoft als Update. Jetzt nicht irre. Und was braucht ihr für dieses wunderschöne Reloaded? Und zwar bräuchtet ihr im Köblitzer Bergland Version 3. Ja. Viele kennen es ja noch, IKB 3. Ich kenne es auch noch von früher, aber ich sag mal so, der Reiz war bei mir nicht so groß gewesen, da die Strecke bei mir, naja, ich fand sie nicht so perfekt, ne? Aber durch die Reloaded-Version ist die schon mega geil geworden. Also ich bin jetzt schon ein paar Runden gefahren und ich muss sagen, gefällt mir tausendmal besser als die normale Version, also das muss ich zugeben. Weil, ja, schaut euch um. Mega. Was da auf uns noch alles zukommt. Servus. Im Train Simulator Spezialvideo, was wahrscheinlich am Freitag kommt, werde ich ein bisschen genaueres über die Strecke erzählen. Und ein paar wunderschöne Videos. Ne? Also seid gespannt. Es lohnt sich auf jeden Fall dort mal reinzuschalten. Sich das anzuschauen. Sehr schön. Jetzt ein bisschen runter. Ein bisschen zu schnell.
Ich habe mal damals, also vom Let's Plays mit Stefan, er war ja einer der Beta-Tester mit dabei, und da hat er mal ein Video hochgeladen von dieser wunderschönen Strecke, und da ist er halt mit dem Schienenbus gefahren. Ich fand das Video sowas von mega genial, also Hammer. Könnt ihr auch euch anschauen, geht auf dem Kanal Let's Plays mit Stefan und da findet ihr dann das Video. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Köpenitz Hauptbahnhof. Sie haben Übergang zu den Zügen des nahen Fernverkehrs. Beachten Sie bitte die Durchsagen am Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, ja, bremsen muss ich noch üben. Aber ich denke mal, das ist kein Problem. So, hier sind wir jetzt in Köblitz. Kenne ich auch noch. Eine Werbung da oben. Cool. Na komm. Ihr wisst ja, wie die 101 ist mit den Bremsen, ne? Auch sehr schön hier oben. So. Hier ist noch die gute alte Krüger-Anzeige. Diese, dem Fallblatt. Aber das kenne ich gar nicht im TS. Soll ich das sowas gibt? Ist ja genial. Also die Uhr hier mit den. Ist ja krass. Meine Damen und Herren, am Abgleis 3, willkommen in Köpenick. Der Region. Also ich bin fassungslos. Ehrlich, ich bin fassungslos. Circa 5 Minuten später. Die animierte Werbung hier noch dazu. Also die Werbung hier, ne? Oh, geil. Zeitungen. Tabakwaren, Getränke, Süßwaren. Tourist. 101er, also in der Region. Würde ich jetzt mal sagen, der durchfährt. Oder Fernverkehr, man weiß es nicht. So, wir haben Abfahrt. Sehr schön. Ich finde das genial hier. Hallo, der Waldfee. Sehr schön. So. Abfahrtsignal. Abfahrt. Ist doch Abfahrt, ne? Jetzt geht's Richtung Bad Rinkenburg. Und das ist dann unser letzter Halt. Danach übernimmt dann der Kollege. Oh, 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 oh. Das war doch eine Ankündigung, ne? Zu was? Hauptschalter aus.
Abschalter. Genau. Hauptschalter wieder an. Z, ne? Ja, sowas gibt's ja auch, ne? Musst du aufpassen. Ich glaube, wenn du mit den VR-Fahrzeugen rumfährst und du vergisst es und ignorierst es, dann ist, glaube die Aufgabe zu Ende ist, weil ich weiß es jetzt nicht. Ich habe es nur mal in den Bildern gesehen, dass dann da irgendwas passiert. Kenne ich überhaupt nicht. Vielleicht zeige ich es mal in einem Video, was dann passieren würde. Weil interessieren würde mich da sowas schon, ne? Also könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, ob ihr es sehen wollt, was passiert, wenn man einen Schutz ignoriert. Oberleitung, alles neu, alles herrlich. Ich überlege, ob ich in der nächsten Folge beziehungsweise ab Folge in der dritten Folge dann, nicht in der zweiten, mit Buchfahrplan fahre. Ne? Überlege ich gerade. Könnt ihr ja nochmal in den Kommentaren schreiben, ob ich ohne F dreimal fahren soll. Weil es wurde ein sehr schöner Buchfahrplan geschrieben für die Strecke. Finde ich auch super toll. Und es wurde sehr viel Liebe reingesteckt. Nicht nur in der Strecke, sondern auch an Buchfahrplänen. Herrlich, ne? Also wirklich herrlich. Einfach göttlich sowas. Und ja, deswegen halt auch die Themenwoche, weil ich finde die Strecke sowas von genial. Also, das glaubt ihr ja nicht. Hier ist ein Polizeieinsatz. Herrlich. Herrlich. Da ist eine V200. Verdammt, was waren das für Wagen? Das waren schöne alte Wagen auf jeden Fall. Wunderschön. Ui. Gefällt mir. Performance-mäßig, falls das jemand fragen sollte, ihr seht's, 60 Frames trotz Aufnahme. Also es läuft sehr flüssig. Ohne Aufnehmen läuft es noch flüssiger. Also bis zu 80 FPS haben wir gerade hier. Ich hatte bei einer Nicht-Aufnahme fast 100 Frames. Also schon sehr performancefreundlich. Also extrem performancefreundlich sogar. Obwohl es sowas von genial aussieht. Herrlich. Und ich möchte jetzt auch nicht so viel erzählen. Jetzt genießt einfach die Fahrt. Genießt diesen Ausblick. Also herrlich. Und für den, dem es zu viel wird, Servus, der kann gerne wegschalten. Aber genießt es. Ja, was PZB und Signaltechnik angeht, einfach super gemacht. Also sehr viel sogar. Mehr als in der normalen Version.
Ja, vor drei. Also hier wurde schon sehr groß geachtet, sieht man ja hier auch. Hier wurde mega geachtet. Not. Ich will mal wissen, was das für ein Fahrzeug das hier nochmal war. Ich sehe es ja kaum sowas. Sowas fährt ja bei uns nicht rum. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr so die Strecke, also wie ihr, also was ihr dazu meint, ne? Wie es euch bis jetzt so gefällt. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Und wie gesagt, es kommt demnächst raus, keine Sorge. Und ja. Vielleicht kommt sie auch heute schon raus. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt demnächst rauskommt. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich denke mal, da werden wir auch in Zukunft sehr viele Aufgaben fahren auf dieser wunderschönen Strecke. Da werden sich sicherlich viele User im Forum in Schale legen und Haufen Aufgaben erstellen, weil die können super Aufgaben bauen, also es ist manchmal Wahnsinn, auch wenn man einiges braucht, ne? Aber die sind am Ende hinein richtig perfekt. Und da freue ich mich auch schon, wie die Community, also was es in Zukunft für schöne Aufgaben gibt. Und die werde ich dann natürlich auch hier zeigen, was selbstverständlich ist. Und ja, ich gebe zu, ich kann es jetzt schon sagen, ich bin da schon einige Testfahrten gefahren jetzt. Mir gefällt die Strecke persönlich viel besser als Berlin-Leipzig. Das muss ich ehrlich zugeben. Ne? Das gebe ich auch wirklich zu. Also, meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Bad Ringburg Hauptbahnhof. Sie haben Übergang zu den Zügen des nahen Fernverkehrs. Beachten Sie bitte die Durchsagen am Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wie immer eine schöne Zugbegleiterin an Bord, die wunderschöne Ansagen macht, mit 294. Das ist Ankündigung für Panto runter, ne? Okay. Das heißt, dürfen 120 und müssen gleich ein Panto senken. Oder? Ich hatte bisher noch nie im Train Simulator das Vergnügen gehabt, den Panto zu senken. Wirklich nicht. Ich dachte, wir dürfen 120. Also, gut. So. Und ab hier dürfen wir wieder heben. Kenne ich gar nicht von Strecken. Das ist die erste Strecke, wo du den Panto heben musst, den Panto runter machen musst und wieder heben musst. Ich hatte es sonst nie. Mega. Ankündigung auf 80.
Den Abschnitt kenne ich. Herrlich. Und wir sind pünktlich. Auch wenn ich ein bisschen zu schnell reinfahre. Bei solch einem Bremsverhalten. So, hier wird dann der Kollege für uns übernehmen. Und fährt weiter nach Freiburg. Wunderschöne Ansage. Herrlich. 36854 nach Trier Hauptbahnhof. Abfahrt 9:40 vor Gleis 1. 9:43. Hier ist auch so ein schönes Repaint. Köblitz-Takt. Ne? Und das ist Bad Rinkenburg. Ja. 143. Hier ebenfalls 143 schleicht sich gerade rein. Köblitz-Takt. Sehr schön. Von Trier. Sehr schön. Überpünktlich. So ist der Köblitzer Takt halt, ne? Immer pünktlich und am Ende sogar überpünktlich. Nie Verspätungen. Einfach herrlich. Ich finde das einfach geil gemacht. Sorry, aber ich finde das sowas von cool. Wenn man sich vorstellt, wie der Train-Simulator früher mal war und das Ganze mit heute vergleicht, da liegen Welten. Ne? Ja, wunderschön. Eine Beleuchtung. Gut gemacht. Sie haben die erste Fahrt erfolgreich gemeistert. Wie wäre es mit einer Reise im Nahverkehr zurück nach Altenburg? Dann starten Sie doch im Anschluss direkt das zweite Szenario. Viel Spaß. So. Und ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Das war die allererste Fahrt im Köblitzer Bergland Version 3 Reloaded. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich selber beim Daumen nach oben freuen. Und schreibt doch mal was in den Kommentaren, wie es euch bisher so gefallen hat, die erste Fahrt. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder um 13 Uhr in der zweiten Folge von IKB 3 Reloaded. Also macht's gut und tschüss, euer Trainer um CTV. Tschüss.